Außerdem können wir jetzt versuchen, gezielt auf die Kisten zu gehen. Jo. Na komm. Ihr kriegt mich nicht lebend. Also ähnlich. Okay, damit ist all unser Mana weg. Oh. Wo zur Hölle geht's hier weiter? Ah, runter, okay. Da war ein Knubbel, der dich... Okay, nächstes Mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, dich haben wir. So ein Goldsack bringt normalerweise 100. Wie viel bringt er jetzt? 240. Das ist doch ordentlich. 24 Gold pro Dingens. Ja, doch. Nächstes Leben sollten wir definitiv von unserem jetzt gefundenen Gold... Oh. Die letzte... Ach du gute Güte, sind so viele Projektile. Ja, die nächste Goldsammelrune frei. Weg hier. So. Kaputt, kaputt, kaputt. Und tot. Dafür kann unsere arme Spelunkette jetzt aber nichts. Das war einfach ein tierisch übler Raum. Spellsword, nein. Paladin, der Mana wieder bekommt. Und Paladin im adetischen Gedächtnis. Und Glatzköpfigkeit. Ich nehme den hier. So, 1000 Gold. Bringt uns nichts. Schade, schade. Zing. Jo. Und wenn wir das nächste Mal auf so einen Raum treffen, sollten wir ihm einfach ausweichen, dem Raum. Also entweder versuchen, irgendwie durchzuhuschen oder verschwinden und einen anderen Weg suchen. Weil wir können es uns nicht einfach leisten, jeden Raum mitzunehmen. Dafür sind wir noch viel zu schwach. Ah, okay. Ah, sehr schön. 1500 Gold. Ah, nee. Ah, ouch. Hm. Das sah so gut aus. So, und jetzt hier rüber. Oh. Nein, nicht in die Stacheln. So. Goldzeug ist auch noch auf dem Land gelandet, quasi. Double Kill. Aber ja, den Raum mag ich auch nicht so besonders. Sehe mich da schon mal wieder in die Stacheln gefallen. Der Raum wäre hier auch nicht meine erste Wahl, aber... Kiste. Heilige Brustplatte. Okay. Der Name klingt schon mal vielversprechend. Zing, zing. Oh. Gib mir Hühnchen. Du bist bestimmt ein Doom, was? Naja, Doomscape. Oh, 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 oh. So. Ein Projektilschmeißer schon mal ausgelöscht. Du da oben bist der nächste. Oh. So. Wo sind die wieder Stacheln? So, dich müssten wir eigentlich mit ein wenig Geduld umbringen können. Oh, da fällt mir noch gerade ein, wir haben diese eine Spezialfähigkeit noch gar nicht freigeschaltet mit dem... Oh! Mit dem Halbmann, Halbbiest. Da bin ich auch noch gespannt, was das macht. Weil das ja ganz, ganz oben auf dem Schloss zu holen war. Oh. So, den Ritter lassen wir erstmal stehen. Oh, wir haben volle Mana. Können einfach mal so machen. Oh, So. Geht's hier oben weiter? Ja, geht's.
Oh, sehr schön. Eine Drachenbrustplatte. Die wird dann auch wahrscheinlich schwarz. Und ein Guardian Sword. Mist, Guardian waren die mehr Rüstungsklasse, ne? Alle Gegner besiegen. Ja, ich denke nicht, dass das Schwert mehr Schaden machen wird. Was ja eigentlich genau das ist, was ich wollte. Wow, wow. Komm, 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 komm. Ah. Nicht so. Ich will nicht so sterben. Nicht vor einer diamantenen Truhe im anderen Raum. So. Die da oben müsste ich ja wegfarmen können. Für Lebenspunkte. Ja, du bist da noch im Weg. Du könntest Unsinn machen mit deinem komischen Doppel-Dreifach-Angriff. Zwei Lebenspunkte. Ja, jetzt rächt es sich, dass ich keine Blutruhen mehr drin habe. So. Also im Raum unter uns ist eine Diamantentruhe. Aber auch jede Menge Gegner. Oh. Mist, das wollte ich nicht. Ja. Nein, ja. Tot. Von einem Doom-Trade umgebracht. Aber nur einigermaßen Killliste. So, Spellsword, Spielunkette. Die pupst und ein Barbarenkönig, der weggeschubst wird. Boah, okay. So, 3900, das reicht bestimmt nicht für dieses neue Zeug, oder? Also das Schwert macht weniger Schaden, mehr Rüstungsklasse, ja. Dich haben wir schon. Dragon Chest, 30 mehr Rüstungsklasse, 20 mehr Gewicht. Wir könnten es freischalten, aber nicht kaufen. Und die Heilige macht einfach nur plus 1 Siphon, also Mana-Einzug. So, freigeschaltet ist sie. Tragen können wir sie noch nicht. Aber wenigstens kriegt Charon jetzt das Geld nicht. So. Jetzt brauchen wir bloß 4.000-5.000 Gold, um das Gewichtsupgrade zweimal zu holen. Das ist eine Herausforderung, würde ich sagen. Oh, die Fässer sollte ich vielleicht eigentlich gar nicht kaputt machen. Weil da könnten überall Hühnchen drin sein. Das sollte ich erst machen, wenn ich Lebenspunkte brauche. Oh, und das wird bald sein. So, jetzt zum Beispiel. Kaputt, 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 kaputt. Jo, und wir stampfen auf. Wir stampfen auf, wenn wir unten aufschlagen und wir pupsen, wenn wir hochfliegen. Auch keine schlechte Kombination. Jo. So, dann gib mir mal das Hühnchen aus den Fässern. Da ist bestimmt irgendwo eins bei. Oder auch nicht. Zank, zank. So, rechts unten ist eine Truhe. Da gehen wir doch mal gezielt drauf zu. Oh. Okay. Ja, nee, du wirst uns bestimmt irgendwann einmal aus Versehen durch irgendwas anderes treffen. Au. Oh. Das kann doch nicht... So. Wir sind gleich tot. Ganz ruhig. Benutze deine Truhe hier drüben. So, du bist tot. Zwei Lebenspunkte. Ich brauche Hühnchen. Ah, das ist so eine besondere Truhe, wo ich keinen Schaden nehmen darf. Das klappt niemals nicht. Wir haben nur einen Dash. Und wir haben keine Hokage-Fähigkeit, dass wir uns in einen Baumstamm verwandeln können. Nö. Ich gehe so schnell hier durch. Und vom Knochen erlegt. Mr. Bones.
viel Gold haben wir jetzt? Nicht viel, oder? Kein Fußpuls ist schon mal gut. Barbarenkönig ist besser. Kein 3D gucken. Lich Queen, nee. Komm, Barbar, dann halten wir wenigstens ein paar Sekunden länger durch. 888 Gold. Also so im Nachhinein betrachtet, ne? Hätte ich vielleicht vor dem Endboss doch noch ein wenig mehr grinden sollen. Ein bisschen mehr freischalten und dann... Ja. Das ist ja schlimmer als beim ersten. Beim normalen. Also ich hätte gedacht, das wäre quasi so wie beim ersten Leben. Man fängt halt bei 0 an. Nur nicht wirklich bei 0. Komm, kaputt. Man muss sich dann langsam wieder hochschrauben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Zeit, die man braucht, um wieder auf einen höheren Stand zu kommen, so lang ist. Also vorher war es ja so, wir haben ein Leben gehabt, dann sind wir nach 5 Gegnern gestorben. Und dann hatten wir Leben, sind wir nach 10 Gegnern gestorben. 20, 30 und schon waren die Reihen alle nach und nach voll. Aber hier... Ich weiß ja nicht. Oh. So. Komm schon, gib mir... Stirb. So. Husch, husch, husch. So. Oh. Wenn ich doch bloß ein besseres Schwert hätte. Mehr Schaden. Oder ganz, 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 ganz viel Gold, damit ich mir die ganzen Upgrades holen kann für mehr Stärke. Oh, da fällt mir was ein. Wenn wir die Minibosse umbringen und die Bosse an sich, dann kriegen wir ja auch Stats. Vielleicht kriegen wir jetzt hier im New Game Plus Modus noch mehr Stats. Also nicht plus 1 jeweils, sondern plus, keine Ahnung. Oh, ja. Ah, die Bosse werden hart sein. Und vielleicht auch neue Fähigkeiten haben. Das kommt echt auf die Taktik an. Was war der erste Boss? Der erste Boss war das Auge. Das war ja echt nicht so schwer, so hat man immer wusste, wie man stehen musste. Wir könnten es mal versuchen. Aber nicht jetzt. Zumal wir es noch gar nicht gefunden haben. So, Mr. Bones. Stirb. Nee. Nee, 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 nee. Alle Gegner besiegen. Hey, das kann ich schaffen. Oder auch nicht, weil unsere Zauber immer wieder wechseln. Komm. Gib mir die richtigen Zauber. Nö. Also wenn ich irgendwann ganz viel Mana habe in diesem Leben, was noch 30 Sekunden dauern wird, naja, vielleicht ein bisschen mehr, dann können wir zu dem Raum da zurückkehren und hoffen, dass wir Glück haben bei den Zauberauswahlen. So. 4700, das ist schon mal gut. Davon müssten wir uns eigentlich schon zweimal das Gewichtsupgrade holen können. So, eine Truhe. Oh, was bist du denn für ein Schießding? Ach, du bist ein zielsuchendes Schießding. Bisher war nicht besonders gut, ne? Ja, nicht wirklich gut. Ein großer Raum. Dann tun wir's. So, die Sachen rechts ignoriere ich erstmal. Ich will nur den Doombas umbringen. Jetzt dich. Und schön systematisch eins nach dem anderen alles hier weghauen. So, als nächstes wäre das. Ah, da ist noch ein Doombas. Genau, du. Oh, was zur Hölle ist passiert? Das war sehr verstörend. Habt ihr auch diesen lila Zauberer da gesehen? Wo auch immer der herkommt. Oh. So, 7300 Gold. Das schaut gut aus. Schaut echt gut aus. Ein Mr. Bones, der auf Stacheln steht. Ich vergesse immer wieder, dass wir diesen Savant-Zeug hier haben. Ganz ruhig. Ist alles gut. Oh. So, den Mr. Bones ignorieren wir mal ganz kurz.
sein Ritterfreund da auch und sammeln das hier alles ein. Der ruhige Wald. Nicht wirklich ruhig wahrscheinlich. Aber nicht machbar, ne. Deswegen huschen wir ganz schnell nach unten und hoffen, dass der Raum hier besser ist. Du springst zu hoch, Junge. Komm schon, irgendein... Alle Gegner besiegen. Irgendein leichter Raum. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? So. Genau dann springt er. So, komm zurück, Pferdchen. Oh. Das Pferdchen will nicht mehr. Oh, zum Geier. Oh. So. Okay. Komm schon. Leichter. Oh. Du bist der 99.999. Axt werfen. Bitte Axt werfen. 10 Dolche für 8 Ziele. Okay. Aha. Nicht so wirklich mein Ding. Aber ein bisschen was kommt zusammen. Echt nicht viel. Das waren doch schon mehr als 8, oder? Ja. Du konntest nicht mal 8 Ziele treffen. Viel Glück mit dem Rest des Schlosses. Ja, danke. Arschloch. Wow. So. 9000 Gold. Ich glaube, das ist jetzt schon das meiste, was wir in einem Leben in diesem New Game Plus bisher geschafft haben. Das ist doch schon mal schön. Oh. So. Nein, warum springst du genau dahin, du doofes, kleines, schleimiges... Nein! Hm.